Moin Moin und herzlich willkommen zu deinem Lieblingssportwettenkanal. Hier heute zu einem neuen Video. Es geht um einen richtigen Value-Tipp in der Bundesliga am 17. Spieltag. Wieder mit dabei ist Kai, unser Sportwettenexperte. Heute wird es ein bisschen weihnachtlicher, also auf geht's. Hi Kai, schön, dass du wieder mit dabei bist. Tim, hi, grüß dich. So, heute ist schon mal ein bisschen Weihnachtsstimmung angesagt, oder? So ist es. Du hockst schon wieder in der Milch mit deinen selbstgebackenen Plätzchen. Und ja, ich schaue ganz fröhlich aus der Weihnachtskugel. Ja. Naja, du, also wenn es so ein bisschen wie eine Glaskugel ist, mit der du weißt, wie die nächsten Spiele kommen, dann bleib da ruhig drin. Das ist eine gute Idee. Ja, hoffen wir's. So, bevor wir nach vorne gucken, gucken wir doch mal gemeinsam ein bisschen zurück. Da war ja einiges los, vor allen Dingen, was das letzte Video angegangen ist. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Ja, absolut, Tim. Wir haben viele Kommentare auch zu dem Video bekommen. Und ja, wir hatten ja einen Value-Tipp im Angebot. Den kannst du vielleicht mal einblenden. Das ist jetzt ein Screenshot, so wie wir ihn aus der Gruppe heraus kennen, aus der Premium-Gruppe, wo ich ihn veröffentlicht habe. Wir sind da ja auf das asiatische Handicap plus 0,25 auf Lille gegangen gegen Wolfsburg. Ich hatte im Video ja auch analysiert, dass die Quotenverteilung nicht wirklich gerechtfertigt war vom Buchmacher. Lille hatte meiner Meinung nach eine viel zu hohe Quote und das Spiel ist ja eigentlich optimal gelaufen. Am Ende hat Lille dann tatsächlich 3-1 gewonnen. Das heißt, die komplette Wette wurde gewonnen und das ist jetzt einfach ein Ausschnitt aus der Gruppe, wo ich dann auch ganz kurz erkläre für die Kunden, die ja das asiatische Handicap noch nicht so kennen, was man dann da genau anspielen sollte oder wie man es auch bei einem europäischen Buchmacher anspielen könnte. Das ist ja jetzt ein Screenshot von einem Asiaten. Und da das Spiel so gut gelaufen ist, das haben wir uns natürlich auch live angeguckt und ich hatte auch gesagt, ab und zu kommen dann auch recht lukrative Live-Wetten. Ja. Und in der Halbzeitpause hatte ich schon gesagt, da hat Lille dann 1-0 geführt und ich habe mir einfach gedacht, irgendwann wird Wolfsburg öffnen müssen, weil sie eben zum Siegen verdammt sind. Lille ist einfach eine gute Kontermannschaft, das zeigen sie auch in der französischen Liga. Und dass hier noch ein Tor fällt, ich sag mal so, zu 100% kannst du dir nie sicher sein, aber ich war mir da schon relativ sicher und da haben wir eine sehr, sehr attraktive Quote mit 2,25 noch abgesahnt, also live reingegangen. Absolut. Im Endeffekt hat Lille sogar noch zwei Dinger gemacht und das war ein rundum gelungener Abend, wo wir dann ja über 2,5 Einheiten Profit gemacht haben. Und wenn man bedenkt, dass wir ja der Einheit relativ einen relativ hohen Wert beimessen, ich sag mal immer so um die 50 Euro spiele ich eine Einheit an, das mag vielleicht der ein oder andere Kunde dann noch ein bisschen höher quotieren, dann hat man dann an so einem Abend ein Fußballspiel schon relativ hohen Gewinn erzielt. Ja, absolut. Also das ist richtig gut gelaufen. Glückwunsch dazu. Also das sind schon mal für unsere Mitglieder, die machen sich hier regelmäßig ihre Weihnachtsgeschenke selber, einfach nur, weil sie hier solche Tipps bekommen. Richtig, richtig gut. Ja, und ansonsten würde ich sagen, gucken wir auch nochmal weiter. Ja, und ich würde sagen, dann schließen wir doch gleich mal an die alten Erfolge an, Kai. Also gucken wir mal, welche Tipps hast du denn heute mitgebracht? Ja, Tim, ValueBet Nummer, ich weiß nicht wie viel, aber auf jeden Fall gibt es eine neue ValueBet, die wir hier veröffentlichen, die so auch unsere Premium-Kunden bekommen, natürlich. Und ja, bei einer ValueBet schaue ich natürlich immer, was sehe ich am Spieltag, was der Buchmacher vielleicht nicht sieht oder wo sehe ich die Quoten des Buchmachers nicht gerechtfertigt. Und das ist ein Spiel auch aus der Bundesliga vom Samstag, was ich mir daraus gesucht habe. Du kannst den ersten Schein mal einblenden, auch wieder vom Asiaten. Und das ist das Spiel zwischen Bochum und Union Berlin. Und wenn man sich da die Quotenverteilung im Dreiweg anguckt, dann sagt der Buchmacher, dass Union Berlin hier der Favorit ist. Wenn man auf die Tabelle guckt, ist das selbsterklärend. Aber man muss natürlich immer den aktuellen Verlauf auch mit sehen. Mhm. Und Bochum ist ein Team, was enorm heimstark ist, was vielleicht sogar ein bisschen überperformt in dieser Bundesliga-Saison, was mit dem Abstieg aktuell gar nichts zu tun hat.
was sehr, sehr gut dasteht in der Tabelle, aber was eben auch, wie gesagt, die Punkte zu Hause sammelt. Und mit Union Berlin kommt ein Gegner, der auch sehr heimstark ist, auswärts allerdings ein bisschen schwächer einzuschätzen ist. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass Union Berlin ja jetzt über Monate lang gesehen diese Dreifachbelastung hatte, im DFB-Pokal noch dazu und auch in der Conference League. Und man hat sich schon auch vor Wochen gefragt, wann sieht man das endlich im Spiel von Union Berlin? Wann lassen da mal die Kräfte nach? Und das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Aber jetzt so die letzten 1, 2, 3 Wochen, wenn man da mal die Spiele sieht von Union Berlin, dann wirkt das doch eher kraftlos. Und das ist völlig normal für ein Team wie Union, dass diese Dreifachbelastung sich irgendwann dann auch mal auf die Leistung niederschlägt. Und das ist aktuell diese Phase. Union schleppt sich so ein bisschen durch jetzt in die Winterpause und hat jetzt noch ein ganz fieses Spiel vor der Brust in Bochum, die heimstark sind, die einfach nach vorne gepeitscht werden von den Zuschauern. Und da musst du dann, obwohl du nicht mehr die Kraft hast, eigentlich eine Megaschippe drauflegen, um dort dann zu bestehen. Und ich glaube, das wird Union Berlin sehr, sehr schwer fallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Union hier alle 3 Punkte mitnimmt. Vielleicht wird es ein Unentschieden, aber die Tendenz sehe ich hier eher ein bisschen für Bochum und deswegen hat mich auch die Quotenverteilung vom Buchmacher gewundert. Und deswegen habe ich hier, eigentlich meiner Meinung nach einen Value-Tipp. Das ist das Draw No Bet oder das Asian Handicap 0. Das heißt, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, bekommt ihr euren Einsatz wieder. Wenn Bochum gewinnt, gibt es hier eine 2,13-Quote und die finde ich sehr attraktiv. Ich habe euch allerdings auch noch 2 andere Tipps mitgebracht von diesem Spiel, auch bei dem asiatischen Buchmacher. Das ist einmal, das kennen wir schon vom letzten Video, das Asian Handicap plus 0,25. Mhm. Das heißt, wenn Bochum dieses Spiel gewinnt, gewinnt ihr die Quote zu 1,763. Wenn es unentschieden ausgeht, bekommt ihr aber nicht euren ganzen Einsatz wieder, sondern ist immer noch die halbe Wette gewonnen. Also wenn ihr jetzt 100 Euro auf dieses Ereignis setzt, dann würde, und das Spiel würde unentschieden enden, dann der Teil, ja, die Hälfte des Betrages, 50 Euro, würde dann zur Quote von 1,763 gewinnen. Ja. Und wem das dann doch noch alles ein bisschen zu riskant ist oder wer auch vielleicht auf eine Kombi gehen will, der macht einfach das Asian Handicap plus 0,5. Das ist die doppelte Chance 1x. Da wäre dann auch die ganze Wette beim Unentschieden-Tipp gewonnen. Und das halte ich halt für sehr realistisch, eben aufgrund der Analyse, die ich euch gerade bei näher gelegt habe. Und ich glaube auch, dass dieses psychologische Momentum da einfach reinspielt. Also wie gesagt, wenn du einfach die Kräfte nicht mehr hast, da musst du schon wirklich dich sehr, sehr zusammenreißen und dann in so einem letzten Spiel nochmal die Punkte zu holen. Ich glaube, dass es Union Berlin einfach nicht gewinnen wird. Bochum wird im Endeffekt das etwas fittere Team sein, das etwas kampfstärkere Team sein und hier zumindest nicht als Verlierer vom Platz gehen, aber die Tendenz spricht meiner Meinung nach für Bochum und mich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn Bochum dieses Spiel knapp gewinnt. Okay, also richtig cool, so richtig eine Steigerung drin. Für all diejenigen, die hier noch ein bisschen mehr Risikobewusstsein an den Tag legen, coole Tipps auf jeden Fall. Kai, danke bis hierher. Jetzt haben wir die neuen Tipps für die nächsten Tage und was wir an der Stelle immer machen, ist unsere 10 Euro Paysafe-Card Gewinner ziehen. Und es gibt einen, der hat das letzte Spiel Union Berlin gegen Slavia Prag. Der hat das richtig getippt und der hat das Ganze auch kommentiert unter unser letztes Video. Und den rufen wir hier einfach mal auf, denn das ist hier an der Stelle der Ingo Bartels. Der hat das richtig gut getippt. Der hat das 1:1 schon vorher gerochen und der hat das Gott sei Dank auch früh genug hier drunter gepostet unter das Video. Ingo, du machst jetzt Folgendes. Erstens, du schickst uns eine E-Mail an info@wettscheine.net und zweitens, du packst da einen Screenshot rein von deinem YouTube- oder Google-Profil, damit wir sehen, dass du das bist. Ja, und danach bekommst du von uns die 10 Euro Paysafe-Card innerhalb von einer Woche zugesendet. Ja, und das ist auch schon mal ein kleines vorweihnachtliches Geschenk. Warum eigentlich nicht? Coole Sache. Also, es geht wieder gleich in die nächste Runde. Die nächsten 10 Euro PaySafeCard, die warten schon auf euch. Und Voraussetzung ist, dass ihr an dem Lostopf teilnehmt, dass ihr erstens den richtigen Ergebnistipp für das nächste Spiel unter dieses Video postet. Und dieses Spiel ist Köln gegen Stuttgart. Ja, und die zweite Voraussetzung, die ist, dass ihr bei uns im Newsletter-Verteiler eingetragen seid.
Unterhalb dieses Videos findet ihr den Link dazu. Klickt einfach drauf, tragt eure beste E-Mail-Adresse ein und dann könnt ihr hier teilnehmen. Ja, ich wünsche euch schon mal viel Glück. Vielleicht gibt es noch mal eine Paysafe-Card für den Weihnachtsbaum. Das wäre doch schon mal eine kleine Motivation auf jeden Fall, oder? Absolut. Ich möchte dazu noch sagen, wir hatten wirklich viele Kommentare im letzten Video, Ergebnistipps, und es waren auch viele 1-1-Tipps dabei. Wir losen ja dann immer unter allen richtigen Ergebnissen von beiden Kanälen, also von Sportwetten Lifestyle und von Top-Wettscheine. Die kommen alle dann in einen Sack und daraus ziehen wir dann den Gewinner. Und Köln gegen Stuttgart, das bietet sich einfach an. Das ist das letzte Bundesligaspiel in diesem Jahr, Sonntag um 17.30 Uhr, also ein bisschen Zeit habt ihr noch. Ja. Kommentiert gerne wieder so fleißig. Und wie gesagt, du hast es so schön gesagt, Tim, die Paysafe-Card gibt es dann an den Tannenbaum. Absolut. Also, richtig gute Sache, vor allem so kurz vor Weihnachten. Und übrigens, apropos Weihnachten, in der nächsten Woche wird es nochmal ein Video geben, kurz vor Weihnachten. Und dann gibt es auch nochmal eine kleine weihnachtliche Überraschung. So, und bis dahin, wer eben sich seine eigenen Weihnachtsgeschenke so peu à peu verdienen will, der guckt einfach mal rein in unsere, ja, im Moment wertvollste Tippgruppe, nämlich die von unserem Kai. Und den Anmeldelink, den bekommst du unterhalb dieses Videos. Klick da drauf, melde dich an und dann hol dir einfach die wöchentlichen Premium-Tipps von Kai ab. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Kai, vielen Dank für deine Tipps. Wir sehen uns nächste Woche mit einem vorweihnachtlichen Video wieder. Freue ich mich sehr drauf, Tim. Genau, und allen Zusehern wünsche ich natürlich viel Spaß jetzt am letzten Bundesliga-Wochenende. Und ja, macht euch ein paar schöne Stunden in der Vorweihnachtszeit jetzt noch bis dann zum Heiligen Abend. Bis dahin, macht's gut, viel Erfolg. Ciao.